dann hallo und willkommen zu dieser Folge und wir starten gleich mit Knalleffekt. Das war ein LKW-Reifen, da sitzt richtig viel Druck dahinter, das scheppert ordentlich. Und auch bei den Hinterleuten dürfte der Schreck groß gewesen sein, das erlebt man ja schließlich nicht alle Tage. Aber da gibt's noch andere Dinge, die auf der Autobahn eher ungewöhnlich sind. Wildwechsel mitten am Tag? Aber das Reh hat hier richtig Glück gehabt, perfekt die Lücke getroffen. Nichts passiert. Aber nicht nur auf den Autobahnen gibt es interessante Dinge zu sehen. Wir fahren mit Jochen durch die Stadt, hier darf man nur rechts abbiegen, es sei denn man ist Lieferverkehr, dann darf man auch geradeaus. Ob Jochen hier was liefert, das weiß ich nicht, dazu habe ich keine Info erhalten. Von der Uhrzeit wird es auf jeden Fall noch passen. Was ist da los? Was da los ist? Der Sprinter kommt nicht weiter, weil weiter vorne ein Auto von der Polizei gestoppt wurde, was da wohl nicht reinfahren darf. Und die Dame wird jetzt wohl angewiesen, rückwärts wieder zurückzufahren, nur sie tut sich irgendwie ein bisschen schwer. Sie steigt jetzt noch kurz aus, um zu diskutieren, weil sie wohl doch geradeaus durchfahren will, der Polizist verneint aber. Was kann man in dieser Situation jetzt noch besonders gut gebrauchen? Ungeduldigen Hintermann. Können wir da nicht durch, oder wie ist das? Vom Hupe wird's auch nicht besser, du. Und das kann er in diesem Fall laut sagen, wenn der Porsche-Fahrer wüsste, denn das Auto da vorne muss ja immer noch rückwärts zurückfahren. Und der Polizist verzweifelt jetzt schon, aber wird noch besser. Was holt er dann? Abgewürgt. Ja, er hätte gern, dass die zurückfahren, aber die kriegt's nicht gebacken. Und sagt, was ihr wollt, die Verzweiflung beim Polizisten kann man förmlich durch den Bildschirm spüren. Unangenehm. Ah, die Sperre ist ab, so. Da kann man das. Da kann man doch nicht weiter. Lasse fahren, sonst. Endlich geschafft. Aber wisst ihr, was ich in direkter Sichtweite zur Polizei auch mutig finde? Die hier. Ja, und was mit dir da? Alter. Einfach klasse. Aber wo wir schon bei absoluter Überforderung sind, bleiben wir doch gleich dabei. Da vorne stehen zwei Pannenfahrzeuge. Seht ihr, das Warndreieck? Schatz, wieso fährst du denn nicht? In 2 Kilometer die Ausfahrt Richtung Erlangen-Eltersdorf. 2 Meter hinterm Auto, da bringt's wirklich viel. Den Aufwand hätte man sich hier auch fast schon sparen können. Aber immer wenn man denkt, schlimmer geht nicht, doch. Ja, Keule, das Warndreieck hast du ja echt sehr gut platziert. 100 Meter vor dem Pannenfahrzeug, ja. Aber auch 100 Meter wären ein bisschen knapp. 50 Meter innerorts, 100 auf der Landstraße, auf der Autobahn 150 bis 400 Meter, je nach Tempolimit und Kurvenlage. Aber lieber 100 Meter zu viel als zu wenig. Hier sind es 75 Meter. Aber wie gut, dass er gleich noch als menschliche Warnboje und Schutzschild hier im Campingstuhl auf dem Standstreifen hinter seinem Auto hockt. Ey, wenn man schon einen Stuhl dabei hat, die 200 Meter hinter die Leitplanke laufen. In diesem Video hier haben wir Sommer und gutes Wetter. Das wäre doch echt drin gewesen. Aber Autobahn, Laufen, wer kennt's nicht? Schöne Wanderung mit dem Rucksack durch den Autobahntunnel. Also die Folge ist heute auf jeden Fall reich an Kopfschüttelmomenten. Aber damit euch bloß nicht langweilig wird, das Auto da links, das gehört unserem Videoeinsender. Der Fahrer des blauen Renault soll an der Tankstelle angeblich eine Frau belästigt haben und der wird jetzt gleich von dem Audi gestoppt. Die Leute steigen jetzt aus und sollen gegenüber dem Fahrer wohl handgreiflich geworden sein. Genauer sehen tun wir das in diesem Videoausschnitt aber nicht. Drum kann ich das Video hier auch zeigen, ohne von YouTube eins auf die Mütze zu bekommen wegen der Werberichtlinien. Auf jeden Fall entschließt sich der Renault jetzt gleich der Situation zu entkommen, indem er den Rückwärtsgang einlegt. Und das war das Auto unseres Einsenders. Und wie sollte es anders sein? Er begeht jetzt natürlich noch Fahrerflucht. 5000 Euro Schaden, der Fahrer konnte dank der Videoaufnahmen jedoch ausfindig gemacht werden. Und bei diesen Videos bisher, da denkt man sich doch nichts wie weg. Ich fahr schon 120. Kann ja nur noch besser werden, wollte ich gerade sagen. 164 km/h fährt der Mercedes hier und weiter geht's. Unser Einsender fährt laut meiner Berechnung 118 km/h, was natürlich auch nicht korrekt ist. Aber schön ist immer, wie viel dieses Gerase doch bringt. 2 Minuten später, da ist er wieder.
Diese Straße hier hat keine Fahrbahnmarkierung, wird aber wohl als zweispurig interpretiert. Passt auch bis... Nee, das war hier. Vollbus. Aber kann man dem hier wirklich einen Vorwurf machen? Klar, ein bisschen weiter rechts hätte der Bus schon fahren können, aber ich weiß ja nicht. Solche Videos wie das hier sind da eindeutiger. Der Einsender hier schrieb: Hi zusammen, mein erstes Video, ich hoffe, es genügt euren Ansprüchen. Also ich will ja nichts sagen, aber der Sicherheitsabstand hier ist schon eine halbe Katastrophe. Aber egal wie klein die Lücke ist, selbst da wollen manche noch rein. Hey! Wichtig im Straßenverkehr ist immer ein gutes Miteinander, aber ein Autofahrer durchzuwinken, wenn überhaupt nicht frei ist? Gut gemeint ist halt nicht gleich gut gemacht und am Ende seid bei aller Nettigkeit immer ihr selbst verantwortlich einzuschätzen, ob ein sicheres Überholen wirklich möglich ist. Obwohl ich schon von sicherem Überholen spreche, ja, dann muss ich es ja auch zeigen. Also manche Leute denken doch einfach nicht nach, gerade bei solchen nebeligen Bedingungen auf einer kurvigen Strecke. Hier kam jetzt ja nichts von vorne, aber ja, er bleibt nicht alleine. Ja, überhol ihn, komm, überhol ihn! Macht doch Spaß! Vor der Kurve mit Nebel, Überholverbot! Genial! Und ich vermute, da hat gar nicht mal so viel zum Gegenverkehr gefehlt. Aber die beiden Überholhelden, die haben sich jetzt wieder gefunden. Weiter geht's. Vor der Kurve, Nebel, Speerfläche, scheiß drauf. Und der LKW vor uns zeigt gleich per Rechtsblinken an, dass kein Gegenverkehr kommt und wir auch überholen können. Überhole ich nicht. Kannst du vergessen. Und ich muss ehrlich sagen, bei diesen Witterungsbedingungen hätte ich da auch nicht wirklich drauf vertraut. Ich habe es zwar noch nie erlebt, dass ein LKW-Fahrer da mal was Falsches gemacht hätte und mutwillig wen gefährdet hätte. Aber wie gesagt, ihr seid selbst dafür verantwortlich. Aber wenn unser Einsender nicht überholt, wie wäre es denn mit dem LKW? Der hat doch ein Schloch, oder? Da kommen jetzt dann halt Linkskurven. Du hast keine Chance, was zum Sengen. Keine Chance. Und bei so vielen absurden Situationen heute fällt es mir schwer, das passende Schlusswort zu finden. Nehmt euch auf jeden Fall Zeit und nicht das Leben. Aber jetzt, wer noch will und wer noch wieder mehr Action sehen will, auf der linken Seite ist jetzt wie immer noch eine Auswahlmöglichkeit verlinkt. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.